Ob Leichtathletik, Rudern, Schwimmen oder auch Volleyball, der DDR-Sport ist im 20. Jahr der Republik auf der Siegerstrecke. Wir waren Augenzeuge des mit entscheidenden Spiels um den Volleyball-Weltpokal zwischen der DDR in den dunkleren Trikots und der Sowjetunion. Bereits im ersten Satz ließen die Männer aus der DDR keinen Zweifel daran, dass sie mit dem Sieg über den Pokalverteidiger, Olympiasieger und ehemaligen Lehrmeister den Grundstein für ihren Gesamterfolg legen wollten. zu 5 nach 21 Minuten bedeutete das 1:0 für die DDR. Die Kamera lief in der entscheidenden Phase. 14:11 für die DDR im vierten Satz. Das bedeutete Satz und Spielball. Geschafft. Sieg im entscheidenden Spiel. Auf dem Siegerpodest nahm Kapitän Siegfried Schneider die Glückwünsche des Publikums entgegen, unter dem sich der Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Walter Ulbricht, befand. Die DDR gewann für 4 Jahre den Weltpokal im Volleyball.